So, ich grüße euch. Wir sind nach längerer Zeit wieder mal mit einem Video da. Wir möchten diesmal ein Stück neue Bekleidung vorstellen. Das ist ja prinzipiell in diesem Jahr oder eigentlich auch im letzten Jahr ein Novum. Weil wir hatten bis jetzt in den Vorstellungen von Bekleidung eigentlich hauptsächlich in letzter Zeit Funktionskleidung. Das heißt, wir hatten Kälteschutz etc. Aber keine normale Kleidung. Also ganz normale Oberbekleidung ist das, was ich hier habe. Jetzt auch nicht. Und zwar ist das neue Base Layer Shirt. Das wird es in der Farbe Khaki, wie hier zu sehen, geben. Und in Olivgrün. Prinzipiell, was wir hier haben, ist ganz einfach erstmal ein Longsleeve. Hat aber ein paar Besonderheiten. Und dafür machen wir das Video, weil für ein normales Longsleeve müssen wir kein Video machen. Fängt erstmal damit an, wie alle Frontier One Produkte, sind es YKK-Zipper. In diesem Fall auch abgedeckt, damit nichts scheuert. Ja, das Besondere an diesem Hemd ist die Materialzusammensetzung. Wir haben 5% Spandex als Material und das ist die einzige Kunstfaser, die in diesem Hemd steckt. Auf die 5% Spandex kommen dann 30% Bambusviskose, das heißt eine Mischung aus Bambusfasern. Die ist natürlich antibakteriell, die ist feuchtigkeitsableitend und sorgt für ein wirklich tolles Kleinklima. Und der Rest des Stoffs verteilt sich dann auf ganz klassisch Baumwolle. Jetzt gibt es natürlich dieses Klischee, beziehungsweise eigentlich nicht Klischee, weil es stimmt, wo man sagt, Cotton kills, Baumwolle tötet. Ist tatsächlich so, reine Baumwolle trocknet unglaublich schlecht. Fängt sehr schnell das Stinken an, etc. Aber, und das ist der Catch eben bei diesem Hemd, genau da wirkt die Bambusfaser, die Bambusviskose eben vor und sorgt dafür, dass in den Hemden trotzdem, obwohl da Baumwolle mit drin ist, ein super Klima herrscht. Wir sind jetzt hier draußen in bayerischen Wäldern schon seit gestern. Ich habe das Hemd gestern unter dem Smog genutzt. Wir hatten ungefähr, ich schätze, um die 8 Grad, also Plus-Temperatur. Und zusammen mit dem Smog und dem Hemd war das super. Danach hat es quasi den Zweck des Nachthemds erfüllt. Sprich, war dann eben die Bekleidung im Schlafsack. Und jetzt, die Sonne scheint, ich brauche es jetzt gar nicht mehr, mir wäre es jetzt wieder zu warm. Und wir haben dieses Hemd jetzt auch über ein Jahr lang getestet, also nicht explizit dieses hier, aber den Typus. Haben ein paar Verbesserungen eben auch am Schnitt durchgeführt. Und wir haben das Hemd eigentlich zu allem getragen. Wir hatten es als reine Base Layer im Winter, also wirklich bei minus 17 Grad und Schnee. Da war das die unterste Schicht, darüber kam dann die Isolierschicht. In unserem Fall der Primaluft Anorak, darüber dann die wasserdichte Schicht, unsere Frontier One Hardgel. Da war es dann wirklich die unterste Schicht eben. Wir hatten es auch auf Klettertouren dabei als reine Oberschicht, quasi getragen wie ein Pullover über dem Funktions-T-Shirt. Und wenn es dann windig wurde, hatten wir die Frontier One Windshield, das leichte Windshirt drüber gezogen. Und auch da perfektes Klima. Also das Hemd ist tatsächlich fürs ganze Jahr gedacht. Vom Schnitt her ist es ein, ich sage jetzt mal, ganz klassisches sogenanntes Norway-Shirt, eben mit Frontreißverschluss. Einen kleinen Catch haben wir aber noch, und zwar haben wir hier eben auch ein klassisches Daumenloch, sodass das Ganze nicht nach hinten rutscht, dass man quasi auch einen Pulswärmer hat. Und eben auch beim schnellen Anziehen einfach die Ärmel sich nicht hochschieben. Das war jetzt auch bei Fototouren im Winter sehr angenehm, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kann mit Handschuhen nicht richtig fotografieren. Ich brauche dieses taktile Feedback und da war das eigentlich eine schöne Mittellösung. Ich konnte schnell den Handschuh ausziehen, es war doch nicht alles exposed und dann schnell den Handschuh wieder drüber. Ich musste mir keinen Kopf drum machen, ob irgendwas sich verschiebt. Ja. Wie gesagt, über ein Jahr im Test, jetzt kommt es in den Shop und es
wirklich ein Kleidungsstück fürs ganze Jahr. Ihr werdet auch von dem Stoff, also wir sind wirklich begeistert von dem Stoff, werdet ihr noch mehr sehen. Es wird dieser Stoff auch die Basis für unsere neuen Combat-Shirts sein. Da werden zwei Typen kommen. Es wird ein Standard-Combat-Shirt kommen und es wird eine Ultraleicht-Version geben, die allerdings nur in Pancard und dafür ausgelegt, eben auch wirklich 12 Monate im Jahr genutzt zu werden. Stellen wir euch dann aber getrennt vor. Den Prototyp habe ich hier schon an. Und wir werden über das Jahr verteilt auch noch andere Produkte aus dem Stoff machen. Da lasst euch mal überraschen. Wir haben noch ein bisschen was in petto in der Richtung. Ja, wir werden jetzt noch 2 Tage auf dem Biwak sein. Wir werden auch andere Ausrüstung testen, ausprobieren. Vielleicht entsteht auch das eine oder andere Tutorial-Video noch. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, wenn wir zurück sind, werden diese Hemden schon im Shop sein. Und ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!